Ich hab einfach nur daran, dass ich mit dem Pikeball da halt rumgehauen hab, aber ey, oh, Gott sei Dank, Halleluja, boah. Tinkerbat schon wieder. Hey, komm zurück, der haut jetzt ab und lässt die Karte fallen. Eine neue Karte. Super. Oh yeah. Frostbolleninsel. Oh je. Hallo, ich warte auf dich. Oh, hallo, mein Herr. Ich bin Joker. Ich bin mit Joker von der Tür guter Freund geworden. Er kennt die linke und rechte Faust jetzt von bei Vornamen. Das Dorf der verlorenen Seelen. Aber jetzt sind alle frei. Das ist toll. Aber es wollen nicht alle gehen, denke ich. Manche warten drauf, dass eine wichtige Person zurückkehrt. So wie ich es tat. Okay, ich gehe, um ein kleines Mädchen zu finden. Ich erinnere mich jedes Mal an mehr. Oh, ich habe Geschenk für dich. Okay, eine Seele. Ich habe sie verirrt im Dorf gefunden. Vielleicht ein Neuankömmling. Sie schläft gerade. Vielleicht schaffst du es, sie zu wecken. Finde eine Lösung, ja? Nimm sie. Klar, gerne. Viel Glück eines Tages. Wir beide werden finden, nach was wir suchen. Ist das nicht vielleicht deine Seele? Oh, die gehen's. Achso, die gehen ja immer noch ab wie Schmitz Katz hier. Super. Ich will aber eigentlich ungern hier nochmal lang. Vielen Dank für alles, was du für mich. Ich wünsche, ich hätte auch so eine Freundin wie dich. Fortuna war auf der. Ja, komm. Fortuna auf meiner Seite. Pipapo. Hier werden wir wahrscheinlich auf jeden Fall nochmal hin müssen, obwohl wir jetzt eigentlich alles hinkriegen könnten. Ich will erstmal speichern. Sonst kann es natürlich sein, dass ich ganz schön einen auf den Deckel kriege und dann diesen schwulen Drachen nochmal machen muss. Boah, ist der mies. Das meinte ich. Super, Herztintenfisch gefunden. Wunderbar. Der Wanderer hat die anderen befreit. Das Gleichgewicht ist gestört. Der Meister wird nicht erfreut sein. Ja, von mir aus, der Meister geht mir gerade selbst so ein bisschen auf den Sack. Oh, hau ab, du Lümmelurch. Warte mal, kann ich jetzt eigentlich? Ja, müsste eigentlich gehen. Es müsste eigentlich gehen, ohne dass ich... Oh, die kommen ja wieder. Nee, haben sie sich wohl was bei gedacht. Oh Mist, ich dachte, ich könnte jetzt hier mal richtig Anlauf nehmen und einfach mal durchrushen mit den Boots von der Risky. Warte mal, hier war ich doch schon. Alter, ich lasse mich doch von jedem Scheiß hier gerade treffen. Aua. So, weg mit dir, weg mit dir. Und weg mit dir. Warte mal, wie komme ich denn da hin? Kann ich nicht hier irgendwo riesig viel Anlauf nehmen? Das wäre super. Nee, das geht nicht, oder? Oh Mann, du elender Kanalienvogel, ey. Nee, das geht nicht. Nee, das geht so auch nicht. Oh, nee, ey. Ernsthaft? Ich will da aber hoch. Ich weiß nicht, ob ich alles hab. Eigentlich, ja. Mal lieber speichern, ey, bevor ich kaputt gehe. Na, das hat jetzt gerade klappen können. Wenn ich mich einmal hier in dieses
Dingsbums komme, dann kann ich hier... in dieses... Oh, das kannst du vergessen, ey. Das, diese Insel ist eklig. Diese Insel ist so eklig. Warte mal, geht's hier hin? Oh Mann, du Elender! Ah, du... Alter! Hier klappt's bestimmt. Ja. Ja, natürlich. Ich hab doch... Ich bin doch gesprungen. So, jetzt müsste ich eigentlich... Jetzt aber, jetzt können die mich noch alle gern haben. Na, bringt nichts. Weil sie auf einmal anfängt zu ducken. Warte mal, hier geht's doch bestimmt auch irgendwo rein. Och Mann! Warum trifft mich jeder scheiß Ding, ey? Mann! Ah, komm, drauf geschissen, zurück. Ich glaube, es wäre echt besser gewesen, wenn ich da so eine Piratenfackel benutzt hätte. So, so zurück, wie es aussieht. Gerade so. Ich habe deinen Stiefel gefunden, Risky. Oh, komisch. Und die Quelle des bösen Pirate Master habe ich mich auch drum gekümmert. Da lass uns von hier verschwinden. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Frostboy-Karte, super. Es war so klar, dass ich hier so viel verloren habe. Ich gehe jetzt erstmal zurück nach Shuttletown. Ich gucke mal, ob ich hier vielleicht... Alter, der geht jetzt hier richtig ab, oder was? Shanti, hast du irgendwo Bolo gesehen? Er scheint verschwunden zu sein. Seufzt. Ich glaube, ich war zu hart zu ihm. Er war ein toller Assistent, auch wenn er viel draußen gewesen... auch wenn er wohl lieber viel draußen gewesen wäre, um die Welt zu erforschen. Er mag halt alte, staubige Dinge nicht so gerne. Ach, Onkel... Aber dieses Experiment war anders. Ich wollte die verschiedenen Effekte von Magie beweisen. Und ich dachte, wenn ich die Magie irgendwie speichern könnte, dass ich dir dann auch helfen könnte. Bei was? Vergiss es. Ich bin nur ein törichter alter Mann. Ich hoffe nur, Bolo geht's gut. Okay. Ich will jetzt nochmal kurz gucken, ob ich mit der Sky nochmal sprechen kann. Warte mal, habe ich überhaupt genug Herzchen? Ich... Ja, doch, habe ich. Ja, Tintenschmied, ich bin halbnackt und laufe rum und hau diese Herzchen kaputt. Super. Danke. Jetzt muss ich noch nicht mal in die Dingsbums. Jetzt muss ich noch nicht mal in die Kräuterquelle. Schöne Stiefel. Hast du schon mal probiert, sie mit voller Wucht ins Eis zu rammen? Das ist manchmal ein super Weg, um geheime Dinge zu lockern. Ist mir schon klar. Kann ich irgendwas gegen die verstrahlen? Hast du Bolo gesehen? Ich könnte etwas Hilfe beim Kiesmachen gebrauchen. Nee, wo ist denn Bolo hin? Nicht du schon wieder. Ich dachte, ich wäre dich endlich los. Du solltest dich schämen für das, was du an diesem Ort angerichtet hast. Der letzte Bürgermeister war nicht der hellste. Und das ist noch eine Untertreibung. Ha, aber wenigstens hat er sich um uns gesorgt. Du benutzt diesen Ort nur für deinen persönlichen Nutzen. Das ist meine Stadt. Ich werde tun, was ich will. Mist. Wann wird denn diese verdammte Zielvorrichtung endlich ankommen? Wo steckt Barracuda Joe? Ich kann sie nicht ohne ihn einbauen. Hast du ihn vielleicht gesehen? Relativ was ist mit meinen neuen Rekruten passiert? Wenn ich so drüber nachdenke, sind sie niemals vom Palast zurückgekehrt. Wen brauchen die? Was brauchen die so verdammt lange? Wir können ohne sie auch nicht loslegen. Ich habe davon gehört, dass Leute schnelles Geld, dass Leute für schnelles Geld Häuser verkaufen. Aber eine ganze Stadt? Das ist lächerlich. Gut, wir haben jetzt wieder ein bisschen Kohle, deswegen möchte ich ganz gerne nochmal in den... das ist der Speicheropper, jetzt will ich nochmal in den Itemladen. So, ja, normalerweise möchte ich mich mit Tränken und so einen Scheiß voll. Skimitterschliff, erhöht den Schaden deines Stoß nach unten erheblich. Nimm ich.
Nimm ich. Erholen lernen. Aktion eines fortgeschrittenen Kämpfers. Verführe einen Rückwärtssalto, um dich vor einem schweren Treffer zu erholen. Powertritt lernen. Ein kraftvoller offensiver Angriff. Ja, keine Ahnung. Ich hole mir aber nochmal auf jeden Fall einen Autotrank. Einen. Und Palast. Ich will mal was gucken, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Da werde ich wahrscheinlich eher verrecken. Na gut, ich dachte, ich könnte da irgendwas holen. Ich glaube, das habe ich im Stream auch schon mal probiert. Das war nicht so geil. So, hier können wir nichts mehr machen. Einfach durchrushen jetzt. Gotta go fast, faster, faster. Ja, hier ist jetzt schnell durchzurennen. Oh, du elende Spinne, ey. Das ist doch unglaublich. So, machen wir hier mal frei. Den weg. Dann ist Ruhe im Kopf. Aber hier gibt es, glaube ich, noch was. Oder war das woanders? Bin mir da gar nicht so sicher gerade. Ich bin mir da, was das angeht, gerade nicht so sicher. Aber ich meine, ich hätte hier noch was. Hier. Okay. So, weg damit. Das bedeutet, ich muss irgendwie hier hin. Dann rennen. Um da hochzukommen. Nee, okay, das passt nicht. Alles klar. So, aber hier kann ich bestimmt lang. Ja, aber hier muss ich nicht lang. Nee, das bringt nichts. Gut, okay. Ich will auf jeden Fall hoch und das können wir hiermit machen. Da bin ich mir sicher. Aber ich muss hier irgendwo nach oben genug Anlauf kriegen. Die Frage ist, wo kriege ich das? Ich glaube, länger werden die Äste nicht. Vielleicht muss ich hier lang, aber ich glaube nicht. Ah, das hätte klappen können. No! Gut, das könnte klappen, wenn ich es richtig time. Ich probiere es noch ein paar Mal. Ich möchte dieses Herz Tintenfisch haben. Ach, es hätte klappen können, aber nein. Alter, diese... Dass die immer wieder kommen, das geht einem so ein bisschen auf den Sack. Es ist zwar ein bisschen oldschool, muss man sagen, aber es geht einem echt auf die Nüsse. So, das muss ich zum Anlauf nehmen und dann muss ich es richtig timen. Das ist wirklich fast wie bei Sonic, ey. Konzentration. Falsch gesprungen. Ich darf nirgends runterfallen. Einmal springen und dann... Alter, vor allem kriegst du dann Fingerkrampf auf dem Controller. Ach, ich hätte nicht... Noch nicht. Eieiei. Naja, wenigstens kriege ich hier wieder ein bisschen Kohle für Tränke. Okay, das geht aber... Yes! Hat sich gelohnt! Hartnäckigkeit zahlt sich manchmal aus. Wunderbar. So.
will ich in den Palast gehen. Ich muss gucken, was hier noch fehlt.